Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tektone. Good. Yeah. Mit wem? Hello. Mit wem denn, Zander? Ich glaube, das haben die Leute inzwischen wieder vergessen. Ich glaube auch. Mit, totally forgot about it. Kackschlapp Media. Kackschlapp. Kackschlappen? Was? Ich bin Kackschlappen. Und, so. Panda LP. Ja, Panda. Kian? Kian, ja, wie weit bist du mit den Kühlkomponenten? Stopp, warte, ein hoch und. Ah, so. Ey, Alter, wie viele MFSUs haben wir jetzt? Wir haben jetzt gerade. Nein, das ist genug. Ne, wir haben 8. Wir haben acht da und eine noch im Haus stehen. Ja, also bring her, dann können wir das Ding anschauen. Nein, die bleibt unten im Haus stehen. Zander, es reicht jetzt schon. Das Ding zeugt, wir können 80 Millionen EU speichern und unser Teil hier erzeugt 76 Millionen. Wenn du 80 Millionen minus 76 Millionen rechnest, kommst du auf kein negatives Ergebnis. Was bedeutet, dass wir genug Speicherplatz für die Energie haben? Dankeschön. Und das bedeutet jetzt, wir schmeißen das Ding an. Ich mach's an. Ich mach jetzt an. Diese Folge. Jetzt. Sofort. Ja, passiert. Ja, ist an. Ich komme jetzt mit dem Jizz rüber. Ist an, Zander. Lass uns mal Schmeißen wir endlich das Atomkraftwerk an? Es ist doch schon an. Schau's doch. Ja, hä? Nein, wir befüllen es jetzt und machen es an, ihr Lappen. Ich muss das Kabel bis zum Haus fertig kriegen. Hey, wieso? Wir haben macht MFSUs. Ja, ich weiß trotzdem, wie ich kann das schon mal vorproduzieren und dann kommt die volle Powerblase nach Hause. Dicke Jizz so. Und dann können wir, ey, dann können wir das. Und dann das Haus, dann siehst du das Haus explodiert so, es fliegt so. Wuff! Ich weiß, riesige Explosion mit so einem Wuff drauf. Ich sehe es schon kommen, ey, das Atomkraftwerk bleibt stehen, aber unser Haus explodiert auf. Aber ohne Scheiß, ich glaube, das ist auch das einzige AKW oder einzigste, habe ich ja heute gelernt, ist im Duden ab sofort. Ja. Hat irgendwer erzählt gerade. Das ist das einzige AKW, was angeschmissen wird, bevor es wirklich fertig gebaut ist. Wahrscheinlich. Scheißenhausen-Deich. Deich? Ja, aber ohne Witz, wir müssen noch. Wir waren noch bei einer Baustelle. Nein, jetzt müssen wir befüllen. Kommt. Ja. Ah, stimmt. Ja, wir müssen aber danach die Kühltürme bauen. Stopp, Kian, wir müssen noch. Gut, dass wir gerade nicht aufnehmen, weil ich gehe mal auf die Website, weil da steht ja die Befüllung. Achso, gut, dass du gerade nicht aufnimmst, ja. Aber ich hab's schon offen sogar. Ja? Ja, aber ich nehme auf und ihr steht bei mir nur rum. Ja, warte, leg mal hier hin, was wir alles brauchen. Junge, ich hab zwei Castor-Bags gemacht. Hier, leg mal hier hin. Du meinst im Safety-Bereich? Ja, leg das mal alles hier so auf den Boden und zeig mal den Zuschauern, was wir alles brauchen. Ja, nein, alles, was wir brauchen. Nein, von jeder Art kommen guck sie einfach rein. Verlier sie bloß nicht. Wenn du sie verlierst, dann bist du. Junge, dann bist du ein toter Mann. Toter Mann. Das ist ein toter Fisch. Das brauchen wir alles. Ja, und das muss jetzt in so einem Special-Ding hingelegt werden. Einen Sack gibst du jetzt mir und einen Sack gibst du Däum. Ja. Machen wir nichts. Hat sogar geklappt. Ja, hat funktioniert. Ey, Zander, wenn du... Warte, Kian, ist das Live-Action hier? Was? Wenn ich jetzt was reinsetze, siehst du das? Legst du gerade was rein? Nein. Machen wir was rein. Scheiße, Dirt kann man nicht reinlegen. Ganz ehrlich, ich will die Brennstäbe zuletzt reinmachen. Wo ist dein Castor? Ah, Castor 1. Boah. Wow. Ah, das sind die Overclocked Heat Vents. Okay. Ich leg jetzt eins rein auf 3. 1, 2, 3. Siehst du es? Ja, sehe ich. Ja. Ich lege mal kurz die 4 rein, die ich habe. Stopp, mach mal nicht oben. Warte. Ja, egal. Ich will nur die 4 loswerden, die ich in meinem Sack hatte. So. Und jetzt hat jeder hier die Verantwortung, seins reinzusetzen und volle Aufmerksamkeit. Ja, wenn man es verkackt, dann ist. Junge, wenn man es verkackt, ist Polen offen. Naja, ich glaube, Polen ist nicht komplett offen. Ist vielleicht so. Fast offen. Leicht gestürmt. Ja, ich meine. Genau. Spannend, Zander, oder? Auf jeden Fall. Dann gönnst du dir gerade so richtig. Ich sitze hier gerade mit offenem Mund von diesem Bildschirm und denke mir. Diese Sachen hier aufpoppen, ne? What the fuck macht ihr da? Ich verstehe das Prinzip einfach nicht. Ich verstehe es. Zander, hey, Kian, irgendwas ist hier, läuft hier schief. Warum? Habe ich was falsch gemacht oder du, ist die Frage. Nee, alles ist richtig. Nein, alles ist richtig, Ich sag euch, Alter, wenn ihr das Ding in die Luft jagt, ne, dann rastet. Das wäre so die Gönnung, Das wäre so rastet. Auf jeden Fall, alle Zuschauer warten schon darauf. Die sind schon so richtig schadenfroh. Nein, aber wir müssen einfach. In den Kommentaren schreiben die Leute schon rein. Ich freue mich schon so darauf, wenn das Atomkraftwerk explodiert. Wir werden den Leuten zeigen, dass wir bessere Nuklearingenieure oder was auch immer sind. Dom, Leo. Dom, ich. Was denn? Jetzt bin ich traurig. Oh. Ey, Andi, da ist noch ganz viel Kopper übrigens im Dings. Wenn ihr das jetzt brauch ich den Kopper, ich brauch dann Kopper. Ist der Reaktor. Vielleicht auch Eisen. Ey, aber müssen wir nicht mehrere. Ach, lol. Warum werden die denn jetzt alle bestückt? Das wird komplett voll. Die letzten Stellen werden dann mit Uraniumstäben gefüllt. Ja, aber ihr füllt jetzt gerade in den oberen was rein, ne?
Das ist in allen, das ist in allen. Und das geht dann so. Umso mehr dieser Blöcke du hast, umso mehr dieser Blöcke so hast, umso mehr Platz hat dieses Nuklearreaktorfeld. Ach so, die werden dann connected. Connectase, genau. Okay, aber da fehlt noch einer, ne? Da, oder nicht? Nee. Es sind dann 7 Stabteile mit unterschiedlicher Stärke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, so, also Kian, ich bin. Kian, bist du ready to jump? Ich bin empty. Okay, gut. Ich auch. So, ist das Ding aus, ja? Ja, das Ding. Zander, überprüf mal, das wäre jetzt. Das wär jetzt mal Zander, geh rüber in den Raum, Aber noch nicht anmachen, Zander. Zander, lass uns erst rausgehen. Warum? Werdet ihr sonst verstrahlt? Stopp, I need to check connections. Achso, genau, die Energie, die muss auch rausflauen. Ey, was ist eigentlich mit dem Loch im Boden? Kommt da keine Strahlung durch? Scheiße, das Ding, das Ding strahlt nicht, solange es nicht. Was ist eigentlich, Däum, wenn wir es vor so einer 3-Stunden-Periode nochmal ausschalten? Nichts, dann wird halt fortgesetzt. Einfach, dann läuft es halt nur noch 10 Minuten, wenn wir das nächste Mal anschalten, oder? Weil irgendwie, ich weiß nicht, warum habt ihr die Ankabelung mit dem, die Ansteuerung mit dem Redstone-Kabel nicht schöner gemacht? Schöner geht. Außer du zeigst es uns. Die Leute sagen alle, dass es mit Wireless auf jeden Fall funktioniert. Ja, funktioniert ja auch. Ich weiß nur nicht, wie die Sache funktioniert. Also, ich glaube, es ist ziemlich einfach. Du bist nicht von unten an den Block da rangegangen, du Lappen. Weil da das Heat-Ding ist, du Lappen. Oh. Däum. Und deswegen, ich baue jetzt gleich übrigens noch den Teleporter auf in Atomkraftwerk. Ja, ich guck dann nochmal, wenn du sagst, man kann den auch nochmal ausschalten, dann kann man besorge ich noch ein Jack. Ja, und ich habe auch noch ein kleines anderes Upgrade, was wir noch einbauen. Aber das ist jetzt erstmal egal, denn eine Frage habe ich trotzdem noch. Was denn? Läuft das Ding, wenn wir nicht in der Nähe sind? Wir müssen hier noch so einen Chunk oder Dimensional Loader. Ich weiß nicht, was ist jetzt echt der Unterschied zwischen diesen Dingen? Wir sollten einen Chunk, glaube ich, nehmen, weil irgendwie die scheinen besser zu sein. Ja, Andi, mach das mal klar, wir brauchen einen Chunk Loader. Ist gar nicht so teuer, wir brauchen nur Enderperlen. Den Rest bekommt man. Ja, auf den Moment brauchen wir noch keinen, weil ich glaube, die nächste Zeit wird sowieso noch jedes Mal jemand hier sein, weil wir noch ein paar Sachen bauen müssen. Wie baut man denn ein PCB? Ja, Andi, steht das Internet offen. Guckst du denn? Ich bin so aufgeregt. Ach, nee, da, Chunk Loader. Soll ich jetzt mal reinfüllen? Ja, ich hab ihn. Soll ich jetzt mal reinfüllen? Das andere an das Ding darf jetzt nicht an sein, weil sonst. Ja, es ist off. Es ist zwar eigentlich. Ja, Zander, komm nochmal her, damit du nochmal die Uranstäbe siehst. Es ist gerade off. Andi macht keinen Scheiß. Knack, 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 knack. Bin so aufgeregt. Ich schlitz ja nur den Teleporter. Reaktor-Action. So sind jetzt alle ready to jump eigentlich. Ach so. Reaktor-Block 1, oder? Alter. Ich hab so Angst. Okay, ich leg jetzt den Hebel um. Nein! Warum nicht? Wir wollen alle in dem Kontrollraum drin stehen, du Lappen. Echt? Ja, okay, komm, dann kommen wir her. Ich bin so aufgeregt. Nö. Holy shit! Stopp, warte! Müssen alle 4 Hebel umgelegt sein oder nur einer? Stopp! Alarm! Wir haben was Wichtiges vergessen, ohne das kann das Ding gar nicht funktionieren. Ja, okay. Ein Schild. Block 1. Warte, ich muss jetzt nochmal kurz unten gucken. Ist da auch ein Kabel, was irgendwo hingeht? Ah! Normalerweise sollte alles connected sein. Ohne Scheiß, bevor wir jetzt anfangen, das umzulegen, Däum, du kannst gleich umlegen, weil du bist ja hier der. Fuck, da ist ein Creeper drin, da ist Creeper! Laber nicht! Warte, Andi! Warte! Ihr Fernkampfwaffen jetzt nicht irgendwie mit. Bist du behindert? Nein! Sander, du! Aber ist irgendwie entscheidend gewesen? Das wird jetzt erst repariert, bevor wir es anschalten. Du hast Glasfaserkabel kaputt gemacht. Ich weiß, was kommt das denn hier jetzt rein? Ja. Alter, warum explodiert das Teil sofort? Ich würde gerade meine Muskete laden, du Lappen. Als ob es echt keine Fackel drin. Oh, das ist scheiße, ey. Dann du bist so der Oberduktor-Lappen. You are lagging Reaktorstart. Jetzt mach hin. Oh Mann, ey. Jetzt alle hier zusammen anpacken, dann. Ah, in der Wand ist noch ein Creeper, Däum. Guck mal, guckt hier mit seinem Fuß durch. Scheiße. Alter, warum haben wir den Raum nicht richtig ausgeleuchtet? Was ist hier los? Alter, die Viecher spawnen in der Wand und laufen dann aus der Wand raus. Ey, mach den platt, pass auf, ich mach's hier so. Hast du einen Laser? Warte. Nimm deinen Laser. Warte. Ja, gut. Sehr gut. Wie kann das Ding da drin echt spawnen? Zander, geh mal weg. Mach mal zu. Ah ja, so kann das Ding. Warte. Oh, habt ihr noch ein paar Tafeln hier? Warte, fehlt noch was. Komm, das lass uns da starten, das passt doch. Hier nein, es ist hier noch nicht zu. Der Raum ist doch scheiße, Alter, geil. Hier fehlt auch noch einer. Hat einer von euch noch einen? Nein. Alter, die kann theoretisch gar keine. Alter, Zander, du Lapimus Maximus. Jetzt Lapimus Maximus. Ja, das muss erst noch zugemacht werden. Ja, ohne Scheiß, wir müssen hier wenigstens das mal so ein bisschen reparieren. Zander, hast du noch einen? Oder? Ja. Alter, ey.
Wir wollen das Scheißding starten und alles fliegt hoch. Ja, warum hast du mir gesagt, dass da ein Creeper steht? Dann, wenn nichts passiert, gar nichts. Ja, wäre hinterher hochgegangen, wenn das Ding läuft, ne? Wo ist die Eisentür? Da habe ich sie. Alter, ich muss mein Jetpack hier auch laden. Wir müssen jetzt den Reaktor anmachen. Ja, warte. Nee, draußen ist noch die MFE mit der... Scheiß drauf, ich will das jetzt mit echt Nuklearstrom betreiben. Warte, es kann gleich losgehen. Ich muss hier noch eben... Junge, Scheiße. Das zeigt schon an, Remaining 24640. Hast du jetzt schon angeschaltet? Nein, das zeigt er jetzt schon an. Achso. Was zeigt er an? Ey, ja, nicht umlegen. Da war nein. Bei mir steht Remaining 0. Hä? Geh mal an den Reaktorblock ran, mach einmal Rechtsklick drauf, vielleicht lädt es dann erst für dich. So, jetzt ist alles wieder so, wie es war. Alles ist so, wie es war. Bist du sicher? Lass doch mal die Kabel kontrollieren. Ich hab so Angst. Ich hab so Schiss, ohne Witz, wenn wir das Ding anschmeißen, das fliegt in die Luft, ich hab so Angst. Warte. Da muss doch ein Button hin. Ja, ist mir doch. Ich reconnecte mal. Entzieh dich nicht deiner Verantwortung. Warum geht das nicht? Ah, jetzt sieht's bei mir auch. Was ist das für ein Lappenbutton? Was? Lappenbutton? Was macht ihr denn jetzt? Boah, jetzt mach hin. Ja, Alter, chill. Worauf warten wir denn? Ich schau noch kurz, ob das Kabel wirklich angeschlossen ist, weil sonst geht die Energie ins Nichts. Ja, passt. Ansonsten können wir es ja... Wie soll ich jetzt hier wieder rauskommen? Zander, stell dich mal auf die Platte drauf. Oder Kida. Er bleibt hier unten beim Start. Dann schließen wir die Techniker, wenn die scheiße sind. Gleich, wir machen es an, es explodiert instant. So, Däum. Start the engines, Gentlemen. Ich würde sagen, wir zählen runter, oder? Countdown. Okay. 3. 1. Los! Zander sagt los. Los! Jetzt schnell überprüfen, ob die Energie auch in die MFSUs reingeht, weil sonst wird die gerade verschwendet. Ja, sie fliegt! It's flowing. Hört man hier was? It's flowing. It's knicking. Ja, das hörst du auch im Kontrollraum. Geil. Laufen. Joel, komm mal her. Andi, Kilian, komm mal her. Ach so, ihr seid alle im Kontrollraum. Was denn? Okay, gut. Mit Head Project erfolgreich. Komm, wir posieren jetzt hier davor. Ich mein's das Thumbnail. Komm. High Five erstmal, High Five. Hier. Okay. High Five. Ja, so ein bisschen hinwichsen hier. Oh. Ups. So, jetzt müssen wir noch davor posieren. Aber vom Block. Komm. Mein Block. Nein, nicht da... Doch, muss. Ein bisschen Strahlung gönnt man sich. Auf dem Block. Warte, ich muss in der Mitte sein, weil ich das Ding mache. Zack, zack. Warte, jetzt müssen wir irgendwie... alle hinhocken und Duckface machen. Hinhocken und Duckface. Zack. Und... Fertig. Oh mein Gott, wir sind so kaputt. Schuss. So, warte, wie ist der Teleporter? Dann schließe ich den jetzt hier an. Oh, Alter, ja, Mann. Junge, Teleporter. Nein, noch nicht. Wir müssen den Strom erst nach Hause kriegen. Vorher ist nichts Teleporter. Aber woher kommt jetzt die Kühlung? Jetzt mal ohne Scheiß. Aus diesen ganzen Dingern, die da drin sind. Also, Kian, das, was hier hinten rauskommt, ist hier. Ja, ich glaube mir gerade hier schon massig Zeug. Alter. Junge, da sind schon 90.000 im jeden Fass drin. Ey, und ihr seid sicher, dass das genügend Kühlung ist? Ja, das haben wir getestet. Also wir haben das im Singleplayer getestet. Da verwette ich meine Gemüsereibe drauf. Die ist hier Däum, ist es okay, wenn hier der Teleporter hinkommt? Guck mal. Das ist ein Zombie, tu was. Däum? Alter, das ist echt gefährlich, wenn die Creepern hochspringen. Ja, was ist denn mit dem Raum hier hinten eigentlich? Da kommen ein paar Kisten rein, da kommen Anführungszeichen Ersatzteile. Ah, Wasser! Was, weg. Ich hab nur Gravel dabei. Scheiße, nee, ich hab's nicht dabei. Wie viel fehlt uns denn noch so an Glasfaser für Homegoing? Achso, warte mal. Was sagst du? Wie viel Glasfaser uns noch für den Heimweg fehlt, Andi? Junge, it's filing up! This is fucking awesome! Tja, wer hat's gebaut? Richtig, Zander und ich. Und mit eurer Unterstützung. Wer hat die Items besorgt? Wer hat Glasfaser gemacht? Andi? Nein, ich habe die Items gemacht für den Viertel. Hallo? Ja, aber nicht die Glasfaser. Hier steht aber gar nicht, wie viel Hitze der jetzt gerade hat, ne? Doch. Ne, hier steht nur Max Heat. Ja, merkt ihr, ja, ist halt so. Ich hab so und wie lange muss man dann eigentlich warten, bis man ihn wieder anmacht? Bisschen. Also theoretisch gar nicht. Also du kannst sie theoretisch 5 Mal hintereinander laufen lassen.
Und dann warten, das geht auch. Mhm. Weil die restoren sich ja entweder die Heatvents oder die Exchange-Dinger. Boah, ohne Scheiß, so muss sich Notch vorgekommen sein, als er auf der ersten Minecon den Hebel umgelegt hat, als 1.0 veröffentlicht wurde. Ohne Scheiß, ich bin gerade so erleichtert, dass das Ding einfach läuft. Richtig geil. Sander, was erwartest du? Ja, ich weiß nicht. Wir haben einfach mal Strom. Ja, endlich haben wir Strom. Und darf jetzt nicht gerade hier. Kian? Hm? Oh, noch Glasfaserkabel, um den scheiß Teleporter anzuschalten. So, ich hab noch 64. Hast du so ein Chunk-Dingens? So ein Chunk-Loader? Nein. So ein Ding brauchen wir auf jeden Moment, Fall. Ich flieg jetzt mal nach Hause und guck mal deswegen. Ey, Andi, du schließt es gerade auch an den Output an quasi. Ja. Ja, komm, Dom, wir können schon mal draußen das Ding ins Weiterbauen. Hast du einen Timer gestellt, Kilian? Ja. Ich hab's verpeilt. Ich muss ganz kurz noch die Türen hinsetzen, die ich gerade gebaut habe. Warte mal, ich brauche was zu essen. Hat jemand was zu essen mit? Ich hab was. Dom, beim Transforming geht ja kein Strom verloren, oder? Scheiß drauf, die produzieren so viel. Nein, da geht nichts verloren. Gut, weil dann kommt hier noch ein MV-Transformer hin und darunter noch ein MFSU. Komm mit, Dorn, wir bauen das Ding fertig. Eine MFE, meine ich. Weil das Ding musst du direkt an so ein Teil anschließen, glaube ich. Dorn, wir bauen. Jetzt Sander, mir ist letztens nach der letzten Folge noch was aufgefallen. Was? Wir haben dick versagt. Warum? So wird das, so sieht das Rancy Bancy aus. Wir müssen 2er-Schritte machen. Alle 2 wird's verengt. Wenn nicht sogar alle 3. Ja, guck mal, sonst haben wir hier so ein Zirkuszelt oder was auch immer. Also wollen wir alle 2 oder alle 3 verengen? Ja. Eigentlich alle 3, weil das wird ja nicht viel, denn das ist ja keine Sanduhr. Ja, keine Ahnung, müssen wir halt alle 3 machen. Genau, machen wir alle 3. Ja, over. Scheinbar. Ja, ist auch so. Zeit ist um. Und vorbei. Echt jetzt? Ja, wir haben auch das AKW angemacht. Ist auch so, ohne Scheiß. In der Folge ist echt viel passiert. Wir hoffen, dass es euch Spaß gemacht hat und wir hoffen, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und um zu kontrollieren, ob das Atomkraftwerk überhaupt noch steht. Richtig. Also Leute, wir hoffen, wir sehen euch beim nächsten Mal wieder und dann bleibt uns nur noch zu sagen, gönnt euch ein Abo oder lasst es bleiben. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, tschüss.